Iguanodons wären natürlich geil. Aber ich bin jetzt Roleplay-technisch noch nicht aufeinander getroffen. Ich sag, okay, wir gehen mal der Tame von dem Tier an. Captain Phasma, wie weit ist die heimische Früchten Wiederbeschaffungsmaßnahme? Mir war es bisher nicht möglich, irgendwelche Samen zu extrahieren aus den Pflanzen, um sie anzupassen. Gut, wir brauchen Samen. Verstand. Da waren wir wohl Breitmaul. Sagen uns Samen. Ach, gucken wir. Marco, Petro, Rotte, Toffle, was fällt denn? Mais fällt. Mais müssen wir noch, dann hätten wir alles. Mais. Gut. Hallo, jemand zu Hause? Hi. Ah, da sind Sie. Ich dachte schon, es wäre keiner hier. Ich hätte da einen Auftrag für Sie. Lassen Sie mal hören. Ich hätte da ein Bier, was zu einem Auftraggeber gebracht werden müsste. Der benötigt das dringend, der betreibt eine Taverne. Wo finde ich diese Taverne? Sehr gut zahlen. Oh, ich muss mal Zeit noch gucken. Ich hatte wieder zu viele Aufzeichnungen dabei. Captain Phasma, die geforderten Samen finden Sie in unserer Nachtwache. Mein Buch ist zu dick. Ich muss noch mal kurz gucken. Sie können uns kurz noch was anderes machen. Es tut mir leid.
Sie können mir ja diese Mission weiter erläutern. Also irgendeine Ressource zu einem Punkt bringen. Okay. Er ignoriert mich, er ist wohl schon weg. Also, ich habe es jetzt gefunden. Ich hatte mal wieder einen viel zu großen Notizblock dabei. Sehen Sie mal. Also, die Taverne befindet sich auf einem kleinen Berg. Wenn Sie zu dem Eingang einer Höhle gehen, der sich nämlich bei den Koordinaten 27, 0, 27, 6 befindet. 27.0, 27.6. Können Sie dort durch diese Höhle gehen, dort ist nichts Gefährliches drin. Und dann finden Sie direkt die Taverne. Wie viel müssen wir transportieren? Es sind 40 Bierflaschen. Die Taverne hat nichts mehr. Eine Heilbestellung. Mein Schüler, nehmen Sie es entgegen. Was ist die Entlohnung? Herr Meister. Es wird auf jeden Fall genug sein. Der Barbesitzer ist immer sehr freundlich, was die Bezahlung angeht, wenn sie nur schnell genug geliefert ist. Es wäre gut, wenn sie es noch heute schaffen. Ja. Fischlieferung erinnern darf, das hat sich nicht so richtig geht für uns. Deswegen frage ich so nach. Das ist sich eindeutig besser. Wir werden sehen. Ich habe Ihnen für die Fischlieferung auch ein wenig Rabatt bei den Funkgeräten, nicht bei den Funkgeräten, bei den Navigationsgeräten erlassen. Meister, soll ich kommen? Bereits an meine Truppen verteilt. Das klingt gut. Gut, dann werde ich mal wieder von dann ziehen. Macht mit Ihnen sein. Mit Ihnen auch. Koordinate. Captain Phasma, wir müssen eine Expedition starten. Meister, soll ich mitkommen? Natürlich. Ja, Captain Phasma, hier sind Sie. Der Architekt ist auch involviert. Entschuldigung. Holen Sie sich. Ja, Meister. Lassen Sie das Brett mal da. Das kann einer der Sturmtruppler nehmen. Dort die Ware rein. Mhm.
Gar nicht kaputt. Gut. Kaputt zu gehen. Hi, Nessus. Ja, tun sie. Für eine Mission bereit machen und nicht so viele Ressourcen mit sich rumschleppen. Herr Meister. Genügend Munition einpacken. Master. Starten für eine weitere Expedition. Munition und nehmen Sie viele Materialien mit. Hm? Wo sind Sie denn jetzt hergekommen? Sind ja todesmutig. Ich verlegst die Tür. Sturmtruppler ist informiert. Ja, Meister. Pasma ist um die Basis links herum. Kenntnis setzen, dass wir starten wollen. Wir wollen eine neue Expedition starten. Rüsten Sie sich genügend Munition aus. Laufen Sie doch nicht einfach so über meinen Garten. Sehr schön. Wir wollen auf jeden Fall jetzt starten. Der Architekt fehlt noch. Fass mal, suchen Sie den Architekten und meinen Schüler. Wir brauchen ein weiteres Breitmaul für den Captain Fass mal, der Architekt. Links offen. Sind bei 22, 23. 27, was? 20, 27. Ist nicht weit. Von Viking Bay aus. Viking Bay Wasserhöhle, glaube ich, ist. Haben wir eine mit Kompass dabei? Ja, my Lord. Die Position, die wir erreichen müssen, könnt ihr in euer Navigationssystem eintragen, ist 2727, falls wir uns verlieren. Ihr habt genug Munition dabei? Ja, mein Lord. Ja, wo mein Lord. Truppler, Kompass nach vorne. Schwierig, urteile, in welche Richtung wir laufen müssen. Wobei, jo, im GPS-Gerät. Ah. Wir blicken gerade Richtung Westen, mein Herr.
Welche Richtung wollen Sie? Mein Schüler und ich springen und wir werden unten die Macht benutzen, um euch entgegenzufangen. Dass euch nichts passiert. Ja, wenn du mal zuvor absiehst, dass wir gerade gekämpft haben. Stimmt die Richtung noch? Müssen wir schwimmen? Sie wollen Richtung Osten? Immer ein Sturmtruppler. Springer sind sehr nützlich. Furcht einflößen. Hinten scheint meine neue Kreatur zu sein. Interessant, diese. Schüler begleiten Sie Captain Phasma. Meister. Dann bei Captain Phasma bleiben. Ich bewache den Sturmtruppler. Eine Mistviecher. Sehr lästig. Schöpf. Wir sollten auf die anderen warten. In ihrer Nähe. Captain Phasma, Sie treffen uns. Die Mücke ist auf jeden Fall tot. Schüler, kontrolliert den Springer da unten. Den Springer. Wir gehen weiter. Mein Schüler, was mal? Die Schüler ist links lang gelaufen, mein Herr. Was ist das für ein Wesen? Noch nie gesehen. Sehen Sie hinter dem Wasserfall? Es ist riesig. Und so, Kenntnis. Mein Schüler, sollen doch bei Captain Phasma bleiben. Wo ist Captain Phasma? Verloren, wo dient. Gut, wir versuchen weiter zu der Position zu kommen. Ich sagte ja, wenn wir uns verlieren, weiß jeder die Position.
Wieder eine neue. Oh, ich habe es hier. Sie erschreckt. Und dann? Captain Phasma. Mein Lord. Immer noch die Position. Schnee ist es nicht. Nee, kann es nicht sein. Schwierig. Schwierig. Ich glaube, wir haben uns. Die Position auszumachen, gestaltet sich schwierig. Ich weiß nicht, ob mein Kompass defekt ist. Sie oder Captain Phasma könnten ihn sich mal ansehen. Wir haben doch ein Navigationssystem bekommen. Da ist ein Kompass integriert. Ja. Ach so, ich dachte, ich sollte dieses alte verhärtete Modell nehmen. Denken Sie dran, keine Kreatur hier zu. Raubvögel. Befehl, mein Lord. Nee. Sieht sehr bedrohlich lebensfeindlich aus. Können wir der Kreatur ausweichen? Moment, ja, mein Herr. Versuchen wir es. Es scheint ein großes Rudel zu sein. Stimmt.
Da war wohl mein Schüler nicht mächtig genug, um Phasma zu beschützen mit ihrem breiten Maul, weil der Springer ist auch verloren gegangen. Aber die Information haben wir nicht, ne? Das ist jetzt nur die Arg-Meldung, ob wir so gedeutet haben. Weil die zwei sind nicht gestorben. Hier nichts von Endra Höhlen, also wo wir doch hier müssen. Gehen Sie unten entlang, ich komme runter. Ich vergaß, dass das Breitmaul nicht so agil ist am Berg hängen. Die Position auszumachen. Friedlich aus. Auszumachen ist schwierig, wo uns Herr Sky gegeben hat. Die Insel scheint größer zu sein, als wir dachten, mein Lord. Benutzen Sie mal Ihren Blaster. Mein Schwert funktioniert bei dieser Kultur nicht. Und halten Sie Abstand. Erledigt, mein Lord. Es ist echt schwer, wenn man denn eine Map-Coin nicht hat. Hat man null Ahnung, in welche Richtung man läuft. Ich fühle mich echt aufgeschmissen. Wo wir doch hier müssen. Zumal man jo, zu Fuß unterwegs ist, ne? Muss man ja dann auch gucken, wie kann man das hier laufen überhaupt. Das Wesen hat mir den Weg versperrt, mein Herr. Einem größeren Tier sollte man den Weg frei machen. Sie verletzen ihr Breitmaul. Ich komme nicht durch. Kein Problem, es ist eher eine Sackgasse. Nichts Gefährliches. Ich hab ein Fass mal gehört. Hoffentlich geht's ihm gut, den beiden.